Also nochmal ganz kurz. Ja. Du hast mir letztens, habe ich gesehen, hattest du eine Packung Viagra. Und dann hast du mir aber gesagt, das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Nee, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ganz einfach. Das, viele Leute nehmen das. Also klar, Ältere nehmen das, weil ich wahrscheinlich Erektionsstörungen haben, weil die älter sind. Beim Alter lässt das ja nach. Da geht das ja in den Keller, das ist so ein Spiel. So. Dann nehmen Leute, die hier sich Zeug rinballern. Stoffi. Ne? Wachstumshormone und Testosteron. Dann musst du wieder was nehmen, damit wieder schön abfeuern kann. Ja, aber gut, warum eine 20-Jährige das nimmt? Also, das sind so Fragen, die stelle ich mir dann, hallo? Also im Alter hat das nichts zu tun. Das hat auch viel Kopfsache, weißt du? Wie meinst wenn, du? Ja, wenn die Jungs, weiß ich, wenn die, die haben vielleicht eine feste Frau, eine feste Alte und dann lernen sie eine andere Alte kennen, funktioniert das aber nicht. Das ist eine Kopfsache. Das ist vom Kopf her. Die Tücher oben der Kopf macht das. Ne? Sex spielt sich am Kopf ab. Ne? Wie jetzt? Die nehmen, aber warum macht die das denn dann? Ja, weiß ich nicht, weil die blöd sind. Vielleicht, bringt die Alte von der das nicht. Oder der bringt den, wie auch immer. Du weißt ja immer, immer die gleiche Suppe ist ja auch scheiße. Weißt? Wir wollen vielleicht ab und zu mal eine andere Suppe. Ja, aber dann müssen doch, wenn sie da Spaß dran haben, müsste doch. Na, Mama, das funktioniert ohne dem Zeug. Ja. Aber okay, die denken wahrscheinlich auch, wenn sie das Zeug nehmen, boah, ich bin voll der Hengst. Boah, wenn ich das nehme, dann kann ich 3-4 Stunden, weiß ich, Schwachsinn, Blödsinn. Das kannst du auch so, wenn du mit einem Alten, wenn du einen richtig guten Alter hast, schmeißt den Schlüssel weg, bleibst eine Woche mit deiner Bude. Da ist scheiße Humdrop. So, ja, da brauchst du das Scheißzeug, das macht sowieso blöd. So, aber da denken die wahrscheinlich, boah, Viagra, das Ding steht, geht nicht mehr weg, keine Ahnung. Da denken die, die wären Weltmeister, keine Ahnung. Was ist mit Kopfschmerzen? Ja, könnt ihr auch nicht, es gibt ja auf unterschiedliche Zeug, von einem Viagra kriegst du ein Kopfding, ne? Herzrasen und so ein Scheiß. So, weil das ja ursprünglich schon mal als Asthma-Mittel gedacht war. So, und das ist ja so ein Nebenprodukt gewesen. So, und dann gibt es halt noch andere Sachen hier, dieses Gel da und so was. Da kriegst du keine Kopfschmerzen von, das ist ein bisschen besser. Brauchst du sowas auch? Ach, ich brauch's jetzt, ja, nicht. Wenig Sterne dann hören es. Kann ich ein Auto mitfahren? Muss ich ja, Moment mal. Dann muss ich warten, bis eine halbe Stunde warten, dann kann ich wieder Auto fahren, ansonsten geht das nicht. Oh wei. Oder schon Servolenkung. Ich brauch so eine Scheiße nicht. Hau ab damit, du. Ich bin doch voll im Saft. Drift and start, gotta tell the ground.